Apple hat die siebte Beta von iOS 15 für Entwickler veröffentlicht und in diesem Video möchte ich gerne einmal auf alle relevanten Neuerungen und Änderungen etwas genauer eingehen. Sollten dich Videos wie dieses zu neuen iOS Beta-Versionen interessieren und du möchtest in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos verpassen, dann lass jetzt gerne ein Abo da und wir schauen uns iOS 15 Beta 7 direkt nach dem Intro etwas genauer an und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Für die erste Neuerung bzw. Änderung gehen wir einmal in die Einstellungen-App und zwar dann hier einmal ganz oben auf unseren iCloud-Account bzw. auf unsere Apple-ID und dann als nächstes hier unten auf den Punkt iCloud und daraufhin bekommen wir hier alle möglichen Informationen. Wir haben hier iCloud Plus, sollten wir eben mindestens 50 GB iCloud-Speicher nutzen und wir haben hier eben auch neue Funktionen mit iCloud Plus, wie E-Mail-Adresse verbergen, aber auch Private Relay. Und dieses hat hier jetzt zusätzlich den Beta-Status bekommen. Das heißt, Private Relay kann aktiviert werden, allerdings ist es zum aktuellen Standpunkt noch eine Beta-Phase und das suggeriert Apple hier jetzt nochmal zusätzlich durch diese in Klammern gesetzte Beta. Und damit wird eben auch deutlich, dass dieses Feature noch nicht 100% ausgereift ist und wahrscheinlich auch nicht zum offiziellen Release von iOS 15 bereits fertig sein wird, sondern noch mit weiteren Updates versehen werden muss, damit es dann am Ende 100%ig funktioniert. Wahrscheinlich wird es auch nicht standardmäßig aktiv sein. Das heißt, wenn ihr es ausprobieren wollt, sobald iOS 15 erscheint, müsstet ihr diese Funktion dann hier einmal aktivieren und sollte irgendetwas dann in Safari nicht funktionieren, wisst ihr, dass ihr einmal Private Relay hier deaktivieren müsst. Eine weitere Neuerung befindet sich ebenfalls in den Einstellungen und zwar, wenn wir hier einmal ein bisschen nach unten scrollen und dann zum Punkt Anzeige und Helligkeit gehen, dann sehen wir hier einmal hell und dunkel. Dort können wir ganz einfach zwischen dem hellen und dem dunklen Modus wählen und hier haben sich jetzt die Wallpaper geändert und zwar haben wir hier bis zur 6. Beta noch die iOS 14 Wallpaper, nun haben wir hier die iOS 15 Wallpaper, die standardmäßig mit iOS 15 neu dazugekommen sind, so eine kleine Änderung, die hier jetzt eben mit umgesetzt wurde. Da iOS 15 Beta 7 hauptsächlich ein Bugfix-Update ist, gibt es hier auf jeden Fall einige Optimierungen, gerade was Übersetzung angeht. Wenn wir hier jetzt einfach mal beispielhaft in den Einstellungen zum Beispiel Inter Safari gehen, dann ist hier jetzt alles auf Deutsch übersetzt in jeder Unterkategorie. Es gibt nur noch ganz selten fehlende Übersetzungen. Das heißt, hier hat Apple jetzt eigentlich alles umgesetzt, was eben noch gefehlt hat. Und auch so kleine Bugs wie zum Beispiel Überlappungen oder so, die unter Fokus noch vorhanden waren in vorigen Beta-Versionen. Wenn wir hier einfach mal den Fokus auswählen und dann hier eben auf den Fokus-Status gehen, dann gab es hier eben Probleme, dass das Ganze hier über die Statusbar hinübergegangen ist. All so eine Fehler wurden jetzt mit der Beta 7 von iOS 15 gefixt. Eine Kleinigkeit, die Apple parallel zu iOS 15 Beta 7 veröffentlicht hat, ist ein neues Wallpaper und zwar lässt sich dieses auf der chinesischen Seite von Apple ganz einfach herunterladen. Die verlinke ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung. Ihr habt dann die Möglichkeit, auf den Download zu gehen und dann hier entsprechend dieses Bild für euer iPhone, iPad oder auch für euren Mac bzw. Windows-Rechner natürlich ganz einfach herunterzuladen. Ich habe das in meinem Fall hier jetzt auch schon als Hintergrund installiert und natürlich auch auf meinem Mac, wie ihr im Hintergrund dieses Videos aussehen könnt. Finde ich ganz cool. Hat jetzt nicht direkt etwas mit iOS 15 Beta 7 zu tun. Apple hat das Ganze aber parallel veröffentlicht und damit möchten sie in China eben eine Neueröffnung feiern. Finde ich auf jeden Fall ganz cool. Gefällt mir ganz gut dieses Wallpaper. Daher wollte ich das mit euch auch einmal teilen. Was gibt es sonst noch zu diesem Update zu sagen? Insgesamt ist iOS 15 Beta 7 wie gesagt ein Bugfix-Update. Das heißt, hier wurde nochmal einiges optimiert, was Performance, Abstürze etc. angeht. Zum Beispiel ist die Twitter-App jetzt bei mir relativ stabil. Vorher ist sie immer mal abgestürzt. Mittlerweile funktioniert sie sehr zuverlässig. Banking-Apps funktionieren aber weiterhin nicht. Diese werden erst mit einem Update auf die offizielle Version von iOS 15 wieder laufen. Das heißt, da müsst ihr euch noch in etwa bis Ende September gedulden, bis diese Banking-Apps wieder funktionieren. Vorher wird das leider sehr wahrscheinlich nicht der Fall sein. Ansonsten läuft die Beta 7 aber ziemlich zuverlässig. Akkulaufzeit ist weiterhin in Ordnung. Ich finde nicht perfekt, aber insgesamt auf jeden Fall schon besser als in vorigen Beta-Versionen. Daher würde ich sagen, steuern wir hier schon sehr nah auf eine baldige finale Version hin. Dauert ja auch nicht mehr allzu lange. Vielleicht kriegen wir noch ein oder zwei Beta-Phasen und daraufhin kommt dann auch schon die finale Version bzw. der Release-Candidate und daraufhin dann die offizielle Version für alle Richtung Ende September. Und damit wären wir dann auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat, dass ich euch hier auf den aktuellsten Stand bringen konnte, was iOS 15 Beta angeht. Wenn das der Fall war, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen und gerne könnt ihr mir weitere Neuerungen unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch weiteres gefunden habt. Und wenn ihr in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr verpassen wollt, lasst jetzt gerne ein Abo da und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.